Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute zeige ich dir eine einfache Technik, die du allerdings ein bisschen üben musst, mit der du es schaffen kannst, dass Frauen sich komplett wohl mit dir fühlen. Also willkommen zurück zum Video. Warum ist es überhaupt wichtig? Frauen fühlen sich wohl mit dir. Du kennst vielleicht diese beiden Großbegriffe aus der Community, nämlich Anziehung und Vertrauen. Und beides hat natürlich irgendwo seine Wichtigkeit und beides muss zusammenspielen. Es gibt zu viel Vertrauen, so viel Vertrauen, dass die Anziehung so ein bisschen verloren gehen kann oder ein bisschen darunter leidet, sage ich mal so. Und es gibt auch zu viel Anziehung, so dass zu wenig Vertrauen da ist. Aber beides muss funktionieren, beides muss man können und wir wollen uns heute hier diesen Vertrauensbereich einmal anschauen. Und da möchte ich dir eine Taktik, eine Technik mitgeben, die du üben kannst und dann immer benutzen kannst, die dafür sorgt, dass Frauen sich sehr, sehr schnell mit dir wohlfühlen werden. Und das ist gerade in unserem Bereich wichtig. Das ist gerade wichtig, wenn wir uns angucken oder darüber sprechen, wie man Frauen im Alltag kennenlernen kann, weil Frauen im Alltag kennenzulernen, auf der Straße, in irgendwelchen anderen Alltagssituationen, das ist eben so eine allgemeine soziale Situation, die mit viel Unsicherheit behaftet ist. Ne? Es gibt halt kein soziales Skript zu dieser Situation. Soziales Skript bedeutet, dass beide Parteien ungefähr wissen, was es von dieser Situation zu erwarten gibt, welche Rollen sie spielen müssen und was in dieser Situation passiert. Beispiel, wenn du jetzt zur Polizei gehst, um eine Anzeige zu machen, dann weiß der Polizist ungefähr, was es für eine Situation ist. Du weißt es ungefähr und ihr beide wisst ungefähr, was zu tun ist. Es ist eine relativ sichere Situation. Oder anderes Beispiel, du gehst an die Kasse und bezahlst deinen Einkauf und beide Personen wissen ungefähr, okay, das ist jetzt die soziale Situation an der Kasse und so verhält man sich in dieser sozialen Situation. Es ist einfach eine gegebene Situation, wir kennen sie aus unserem Alltag. Frauen auf der Straße ansprechen ist für meistens für keine von den beiden Parteien eine absolut normale soziale Situation. Du profitierst ganz stark davon, wenn es irgendwann für dich normal wird, weil du dann diese Normalität mitbringen kannst in die Situation. Die kann aber auch dafür sorgen, dass die Frau den Eindruck hat, du machst das ständig und das könnte wieder negativ sein, ist aber jetzt ein anderer Punkt. Wie man das regelt, besprechen wir vielleicht mal in zukünftigen Videos, ne? Also es ist erstmal generell von Vorteil, wenn du dich mit dieser Situation anfreundest, wenn du mit dieser Situation vertraut bist. Das ist übrigens auch das große Problem von Anfängern, dass wenn Anfänger Gespräche eröffnen, dass beide Parteien einfach sehr unsicher sind, beide Parteien verstehen das soziale Skript nicht, denn sie kennt es nicht und du als Anfänger beherrschst es noch nicht. Und deswegen sind wir in einer sehr unsicheren Situation und die Tendenz von unsicheren Situationen ist, sie lösen sich auf. Denn das ist das Schlauste, was man machen kann. Wenn du in einer unsicheren Situation bist und keine Partei von beiden, na, könnte eine Person sein, könnten mehrere Personen sein, keine Partei weiß, Sicherheit in die Situation zu bringen, dann ist das Klügste und Sicherste für beide die Auflösung der Situation. Und das wirst du viel erleben, wenn du am Anfang unterwegs bist und das Ganze noch nicht so drauf hast. Ne? So viel zu den sozialen Situationen. Es ist also eine sehr unsichere soziale Situation und deswegen profitieren wir hier ganz stark davon, wenn wir in der Lage sind oder wenn du in der Lage bist, sehr, sehr schnell Vertrauen aufzubauen. Na, der Anziehungsteil ist natürlich auch wichtig, aber davon passiert auch vieles ganz automatisch und einige Dinge passieren auch über Effekte, die du nur begrenzt steuern kannst. Wir haben in der Vergangenheit darüber geredet, du kannst jetzt nicht steuern, ob du optisch ihr Typ bist. Du kannst dich nur optisch zu einem Typ machen und das Beste aus dir rausholen. Aber es kann ja einfach sein, dass sie sich sagt, oh Gott, der sieht aus wie mein Ex-Freund, den ich über alles hasse. Keine Chance. Und du hast absolut keinen Einfluss drauf. Hier auf der anderen Seite, Vertrauen, da haben wir tatsächlich einen sehr, sehr großen Einfluss drauf. Natürlich gibt es auch hier wieder Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Du kannst einfach so aussehen, als könnte man dir nicht vertrauen oder vertrauensvoller aussehen. Das gibt es natürlich auch, aber Vertrauen hängt ganz viel daran, was du machst, was du sagst, wie du sprichst und so weiter. Und eine der besten Möglichkeiten, eine der besten Taktiken, um schnell Vertrauen aufzubauen, ist sogenanntes Cold Reading. Cold Reading, das bedeutet einfach, dass du Charaktereigenschaften schätzt. Ja, so sagt man das. Ich beziehe es hier gleich auf etwas anderes, aber das ist die Grundidee. Du schätzt Charaktereigenschaften oder du liest anhand von irgendwelchen Signalen, die du in der Interaktion bekommst, schließt du auf gewisse Charaktereigenschaften. So. Das muss nicht unbedingt richtig sein und das ist auch nicht das, was wir jetzt hier tun wollen. Was wir machen wollen ist, wir wollen Cold Reading mit der Situation und ihren Emotionen machen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Was meine ich jetzt damit? Klassisches Beispiel, die Frau steht vor dir und sie wirkt ein bisschen nervös oder verunsichert. Na, jetzt hast du natürlich zwei Möglichkeiten, hier vorzugehen. A, du könntest es einfach ignorieren und weitermachen. Oder B, du könntest auf die Situation eingehen und ihr sagen, dass du merkst, dass sie nervös ist oder dass sie ein bisschen aufgeregt ist.
dass das gar nicht schlimm ist, weil du weißt, dass es das vielleicht eine komische Situation ist. Also so könntest du es sagen, du könntest es doch anders sagen. Es geht hier nur darum, dass du cold readest. Okay, ich sehe, du bist nervös. Ich sehe deine Emotionen. Warum ist das so wichtig? In dem Moment, wo wir der anderen Person zeigen, ich verstehe die soziale Situation, in der wir sind, ich verstehe, dass es komisch ist und ich verstehe und sehe deine Emotionen, die du gerade hast in diesem Moment. In dem Moment, wo wir sagen, ich verstehe und Verständnis zeigen und eine Emotion sehen, sagen wir der anderen Person, dass wir eine normale soziale Person sind. Denn wir erwarten von einer normalen sozialen Sozialen ist hier das entscheidende Wort, Person, dass sie unsere Emotionen erkennt und dass sie soziale, normale Situationen versteht. Und in dem Moment, wo du zum Beispiel zu ihr sagst, ich weiß, das ist eine komische Situation, weiß sie, dass du nicht irgend so ein Typ bist, der jetzt jede zweite Frau auf der Straße anspricht, sondern sie denkt sich, ah, okay, er versteht, dass das eine komische Situation ist und er sieht, dass ich aufgeregt bin. Und das gibt ihr Vertrauen. Das baut bei ihr Vertrauen dir gegenüber auf. Ein ganz witziger Punkt ist, dass tatsächlich auch Psycho- und Soziopathen, also sehr gefährliche Menschen von ihren Verhaltensweisen her, unglaublich gut darin sind, diese Sachen zu lesen. Ne? Vielleicht hast du mal die Ted Bundy-Dokumentation auf Netflix gesehen, kann ich nur empfehlen, ist super spannend. Generell Serienmörder gehen in diese Richtung. Die einfach gut in der Lage sind, diese Sachen zu lesen. Sie fühlen das dann nicht, also sie sehen deine Emotionen, sie fühlen die nicht selber, deswegen killen sie sich dann unter Umständen auch, also weil sie nichts fühlen, aber sie können deine Emotionen sehr gut lesen. Und das ist der Grund, warum öfter mal ja, Leute zum Beispiel auf Sozio- oder Psychopathen reinfallen, weil sie halt denken, das sind sehr soziale Menschen, aber sie sehen eben nur deine Emotionen, sie können sie nicht nachvollziehen, das ist der Unterschied. Und weil sie sich nachvollziehen können, sind sie halt in der Lage, ja, schlimme Dinge zu machen, um es mal abzukürzen. Also, Cold Reading, eine ganz, ganz essentielle und einfache Technik, mit der du das schaffen kannst. Sowas wie, du wirkst gerade ein bisschen verwirrt, du wirkst gerade ein bisschen irgendwie ängstlich oder verunsichert. Und das sind auch so Sachen, das kannst du immer benutzen und solltest immer benutzen. Also das nicht nur beim reinen Ansprechen, sondern auch im späteren Datingverlauf. Ich hatte auch einfach schon so Momente, wo ich mit einer Frau in einem Bett lag und es ging halt weiter, sag ich mal. Und dann, ja, war bei ihr aber immer so ein Widerstand. Und dann habe ich sie halt gefragt, hey, du wirkst irgendwie ein bisschen verkrampft oder irgendwie so, als ob du nicht entspannen könntest. Was ist denn los? Also was ist los bei dir? Und das hilft einfach unglaublich dabei zu erfahren, natürlich offensichtlich erstmal, was denn los ist, um das Ganze anzupassen. Klar, ob sie irgendwas stört, ob sie irgendwas verunsichert und dann kannst du halt diese Sachen aus der Welt räumen. Das macht natürlich einfach nur Sinn. Aber es ist auch hier an dieser Stelle wieder Cold Reading. Und es zeigt einfach der Frau, deinem Gegenüber zeigt es, okay, du interessierst dich und kümmerst dich um ihre Bedürfnisse. Das ist A, eine sehr männliche Sache und B, eine sehr vertrauensaufbauende Sache. Denn dann kann sie sich sicher fühlen mit dir. Wenn sie das Gefühl hat, du willst nur deine eigenen Ziele durchsetzen, du bist nur da, um mit ihr zu vögeln, dann ja, wird sie wahrscheinlich zumachen. Das ist übrigens der Grund, warum dieses er will nur mit mir vögeln oder Männer, die nur vögeln wollen, sowas Negatives ist. Es ist überhaupt kein Problem, wenn du ein Mann bist, der nur vögeln will. Was die Frau in dem Moment damit kommuniziert ist, der Mann will nur vögeln, das heißt, er schaut nur auf seine eigenen Bedürfnisse und meine Bedürfnisse sind in diesem Fall unwichtig. Die Frau hat das Gefühl, du würdest über ihre Bedürfnisse gehen, um deins zu erfüllen. Und das gibt ihr das Gefühl, dass es mit dir nicht sicher ist. Das heißt, das Problem ist nicht, dass Männer vögeln wollen, das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, wenn sie von dem Mann den Eindruck bekommt, er würde vögeln und würde dafür die Bedürfnisse der Frau hinten anstellen oder nicht berücksichtigen oder komplett ignorieren. Das ist das wahre Problem und das ist das Geheimnis hinter diesem Satz. Und Cold Reading ist eben genau das Gegenteil. Diese Cold Reading Technik, das ist eben genau das Gegenteil. Und ich kann dir nur empfehlen, dir das einfach anzugewöhnen. Ich mache das generell mit allen Menschen. Ich mache das nicht als Taktik, weil ich sage, boah, ich muss jetzt Cold Reading machen, sondern ich mache das, weil nur so kommst du auch an Lösungspunkte für Probleme. Das ist wie wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist und du merkst, der ist die ganze Zeit scheiße drauf, aber du es nicht ansprichst, du die Emotionen nicht ansprichst, dann wirst du auch keine Lösung finden. Und so funktioniert das Zusammensein einfach nicht mit keiner Person. Deswegen ist Cold Reading so eine unglaublich wichtige Sache, die du dir aneignen solltest. Der andere Vorteil ist, dass du mit Cold Reading sehr schnell auf eine persönliche Ebene im Gespräch gehen kannst. Ist ja klar, wenn du jetzt vorher über Leichtflugzeuge geredet hast und dann plötzlich sagst, hey, du wirkst sehr nervös, ich weiß, es ist eine komische Situation, dann bist du natürlich auf einer ganz anderen, viel persönlicheren Ebene und kannst eine viel bessere Verbindung zu der Person aufbauen, als wenn du über Segelflugzeuge oder andere Arten von diversen Flugzeugen redest. Ich glaube, das ist soweit klar. Deswegen Cold Reading, ganz, ganz wichtige Taktik. Ich hoffe,
Ich hoffe, das ist soweit klar geworden und du verstehst, wie ich das meine. Du verstehst das Anwendungsbeispiel. Wenn nicht, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, dass du dabei warst. Hier links oben kannst du den Channel abonnieren. Hier kannst du dich für einen Coachingplatz bewerben. Und hier kommst du zu weiteren Videos mit noch mehr Infos für deinen Erfolg und Frauen. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.